Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Am 17. Spieltag kommt es in der 8. Staffel der Bezirksliga zum Topspiel. Der Tabellenvierte Rot-Weiß Germania empfängt den Tabellenzweiten TuS Körne. Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2019 für beide Teams kommen die Gäste richtig gut rein. 6. Minute, Connor O'Reilly, der beste Schütze der Liga, mit dem frühen 1:0 für sein Körne. Für ihn ist es das 20. Saisontor, die Vorlage von Silva Ferreira. Natürlich zuckersüß. Danach braucht Rot-Weiß Germania etwas, um wieder zurück in dieses Spiel zu finden. Doch dann kommen sie in der 21. Minute über Tobias Marschalek und markieren den Ausgleich. Für ihn ist es das 6. Saisontor. Torwart Marc Wiegand kann nicht viel machen. Und Rot-Weiß Germania übernimmt danach die Spielkontrolle, ist jetzt die klar bessere Mannschaft. Marschalek bedient Yannick Thielka und schon ist das Spiel gedreht. 15. Saisontor in der 32. Minute. Diesmal hätte Körnes Torwart Marc Wiegand durchaus etwas machen können, sieht in dieser Szene nicht allzu glücklich aus. Es ist insgesamt ein highlightreiches, ein gutes Topspiel in der Bezirksliga. 42. Minute, Andreas Brech und schon steht's wieder unentschieden. Wunderbare Vorlage von Leon Reckers, der sich auf Außen durchsetzt. Andreas Brach steht brachial frei und macht das 2:2. Doch die Halbzeit war immer noch nicht vorbei. Es gab immer noch Chancen. Jetzt mal wieder Rot-Weiß Germania. Was für eine Hereingabe von Kevin Lovrens. Und dann kommt Alexander Schmidt eingelaufen. Rot-Weiß führt im eigenen Stadion wieder. 45. Minute, Trainer Dennis Renzmann ist hochzufrieden. Das 3:2 ist dann auch der Pausenstand. Im zweiten Durchgang ist es dann anfangs nur Germania, die das Spiel an sich reißen. Wunderschöner Pass von Alex Schmidt auf Yannick Thielka. Erste gute Gelegenheit, kurz nach Wiederanpfiff. Und die Mannen in dem traditionellen rot-weißen Dress spielen jetzt wunderbar nach vorne. Yannick Thielka scheitert an Marc Wiegand. Trainer Dennis Renzmann kann hochzufrieden mit seiner Mannschaft sein, die ein richtig gutes Spiel macht. Die Latte verhindert das 4:2. Niklas Wellendal bekommt den Ball vom Gegner zugespielt und zieht einfach mal ab. Was für ein Glück für TuS Körne, die jetzt hinten richtig schwimmen. Immer wieder Yannick Thielka gegen Wiegand. Yannick Thielka gegen Wiegand. Och, das Leder will einfach nicht ins Netz. Und dieses Duell Thielka gegen Wiegand sollte in der Folge zum Privatduell werden. Thielka immer wieder frei vom Tor. Und immer wieder scheitert er am überragenden Körnekeeper Wiegand. Und das Privatduell ist immer noch nicht beendet. Thielka versucht es immer wieder, doch das wird heute nichts mehr. Wiegand ist nicht mehr zu überwinden für Thielka. Einmal hat er ja schon getroffen, doch im Halbzeit 2 will es einfach nicht klappen. Inzwischen befinden wir uns in der 83. Minute und dann zappelt das Leder doch im Netz. Thielka macht es zwar nicht selbst, doch er legt das Tor auf. Alexander Schwarz zieht aus dem Rückraum ab. Keiner hat ihn auf dem Zettel. Und schon steht es 4:2. Und wenig später ist dann auch Schluss. Der Sieg für Germania ist hochverdient.
Durch den Sieg überholt seine Germania Mühlhausen-Uelzen und springt auf den dritten Tabellenplatz. TuS Körne hingegen verliert an Boden im Zweikampf mit Türkspor Dortmund um die Tabellenspitze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei, dein Mietwagen zum Discounterpreis.